Ich grüße dich zu den Neuigkeiten hier im 365 Tage Wunder Podcast. Erkenne, dass du das Wunder bist. Der fünfte Abschnitt. Was ist der Körper? Der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes sich eingebildet, gebaut zu haben, um Teile seines Selbst von anderen Teilen abzutrennen. Innerhalb dieser Umzäunung glaubt er nun zu leben, um zu sterben, wenn der Zaun vermodert und zerfällt. Denn innerhalb des Zaunes, denkt er, sei er vor der Liebe sicher. Indem er sich mit seiner Sicherheit identifiziert, betrachtet er sich selbst als das, was seine Sicherheit ist. Wie könnte er sonst sicher sein, dass er innerhalb des Körpers bleibt und die Liebe draußen lässt? Der Körper wird nicht bleiben, doch dies sieht er als doppelte Sicherheit. Denn die Vergänglichkeit des Gottes Sohnes ist Beweis dafür, dass seine Zäune wirksam sind und die Aufgabe tun, die ihnen von seinem Geiste zugewiesen ist. Denn wenn sein Einssein dennoch unberührt bliebe, wer könnte dann angreifen und wer angegriffen werden? Wer könnte Sieger sein? Wer könnte seine Beute sein? Wer könnte Opfer sein? Und wer der Mörder? Und wenn er nicht sterben würde, welchen Beweis gäbe es dann, dass Gottes ewiger Sohn zerstörbar ist? Der Körper ist ein Traum. Wie andere Träume scheint er manchmal das Glück darzustellen, doch kann er ganz plötzlich in Angst umschlagen, wo jeder Traum geboren wird. Denn nur die Liebe erschafft in Wahrheit, und Wahrheit kann nie fürchten. Gemacht, um angsterregend zu sein, muss der Körper dem Zweck dienen, der ihm gegeben ist. Doch können wir den Zweck verändern, dem der Körper gehorchen wird, indem wir das verändern, wozu wir denken, dass er da ist. Der Körper ist das Mittel, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Obwohl er gemacht wurde, um ihn ohne Entrinnen in der Hölle einzuzäunen, so wurde doch das Ziel des Himmels gegen das Streben nach der Hölle eingetauscht. Und Gottes Sohn streckt seine Hand aus, um seinen Bruder zu erreichen und ihm zu helfen, den Weg mit ihm entlang zu gehen. Nun ist der Körper heilig, nun dient er dazu, den Geist zu heilen, den zu töten er gemacht ward. Du wirst dich mit dem identifizieren, von dem du denkst, dass es dich sicher machen wird. Was es auch immer sein mag, du wirst glauben, dass es mit dir eins ist. Deine Sicherheit liegt in der Wahrheit, nicht in Lügen. Die Liebe ist deine Sicherheit. Die Angst existiert nicht. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist sicher. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist zu Hause. Identifiziere dich mit der Liebe und finde dein Selbst. Die Lektion 262 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen. Vater, du hast einen Sohn, und er ist es, auf den ich heute schauen möchte. Er ist deine eine Schöpfung. Weshalb sollte ich dann 1000 Formen in dem wahrnehmen, was eins bleibt? Weshalb sollte ich diesem 1000 Namen geben, wenn nur ein einziger genügt? Denn dein Sohn muss deinen Namen tragen, da du ihn erschaffen hast. Lass mich ihn nicht als einen Fremden für seinen Vater sehen, auch nicht als Fremden für mich selbst. Denn er ist Teil von mir und ich von ihm. Und wir sind Teil von dir, der du unsere Quelle bist. Ewig vereint in deiner Liebe, ewig der heilige Sohn Gottes. Wir, die wir eins sind, möchten an diesem Tag die Wahrheit über uns wiedererkennen. Wir möchten heimkommen und in der Einheit ruhen, denn dort ist Frieden und nirgends sonst kann der Frieden gesucht und auch gefunden werden.